Ach Leute, ich fasse das alles nicht, was hier los ist. Ich habe gerade mit einem Spediteur gesprochen, bin gerade am Hecke schneiden, muss den Akku jetzt gerade laden und der sagte mir auch, sag mal Anthony, ist den Leuten gar nicht klar, was ab 1.11. kommt? Ich sage, ich glaube nicht. Und ist denen auch nicht klar, was ab 1.1. kommt? Ich sage, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wisst ihr das eigentlich wirklich alle, was dann passiert? Weil man regt sich ja jetzt schon darüber auf, dass alles so teuer geworden ist, man kann sich nichts mehr leisten, Lebensmittel, Inflation ist so hoch und so. Und wir sehen ja, egal was jetzt gerade Politik versucht hier, gerade in Deutschland, zu ja, stympathisieren, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber es ist, glaube ich, ziemlich passend, nichts wirkt, nichts, weil es ja auch hausgemacht ist, kann ja nicht wirken. Und er meint natürlich, die Maut gilt ja auch für ab 3,5 Tonnen, das heißt eigentlich, jeder Handwerker muss dann die Maut umschlagen. Jeder Unternehmer muss das ja umschlagen. Und das Schlimmste ist, was die meisten nicht kennen, ist ja nicht nur die Verdopplung der Maut, sondern da kommt die Umsatzsteuer ja auch nochmal oben drauf, ne, weil der Staat nicht genug kriegen kann, weil wir ja die Luft besteuern. Das, wie gesagt, das hätte man im Mittelalter sich nicht getraut, weil man auf einen Scheiterhaufen verbrannt worden wäre. Und dann kommt ab 1.1. ja nochmal diese Erhöhung der CO2-Steuer auf eine Tonne CO2, die sie ja nochmal erhöht haben, auf 45 Euro die Tonne, und überleg mal, wir sollen ja auf 200 bis 300 hoch. Nur, dass ihr wisst, was das heißt. Das sind dann pro Liter Benzin 10 Cent und 12 Cent für Diesel. Ihr könnt ja jetzt schon fast überall eine 2 vorne dran sehen und dann achtet drauf, was dann los ist. Das heißt also, der Spediteur oder jeder, der dann halt irgendwas von A nach B oder der Landwirt, der Produkte anbaut, egal wer, der muss das ja bezahlen und der muss das ja auch wieder umschlagen. Also, es ist einfach irre. Und das Schlimmste ist, und das sagte mein guter Freund Christian Lohmeyer morgen auch nochmal, dass uns hier vorgegaukelt wird, dass wir die Klimakatastrophe vor der Tür haben und deswegen ja jetzt diese Erneuerbaren machen müssen überall. Wie gesagt, ich habe nichts gegen PV, meine Dächer sind voll. Aber wenn ich dann das hier sehe, ja, dass in Bayern jetzt schon ganze Solarfelder abgeschaltet werden müssen, weil wenn sie mal funktionieren, dann zu viel da ist, was ja grundsätzlich gut ist. Wenn wir das speichern könnten, wäre es ja in Ordnung. Aber das wird die nächsten 10, 20 Jahre nicht möglich sein. Das gehört zur Wahrheit dazu. Deswegen baut man ja auch 50 Gaskraftwerke als Backup. Aber das Schlimmste ist einfach, dass es komplette Fehlinvestitionen sind. Ja, es bringt ja gar nichts, das zu machen, weil wie oft stehen die Dinger dann? Und dann musst du es trotzdem bezahlen. Und erzählt euch irgendeine Katrin Göring-Eckardt oder Claudia Roth, der Wind schickt keine Rechnung, die Sonne schickt keine Rechnung. Nee, das macht dann euer Anbieter schon, weil das muss ja weiter bezahlt werden dann. Es muss ja abgenommen werden. Wir verschenken es ja teilweise ins Ausland. Das ist total verrückt. Aber noch verrückter ist ja, wenn du mal hier so einen Vergleich hast, ja? Ich hoffe, ihr könnt das so sehen, weil ich jetzt einfach keine Zeit und keinen Bock habe, an meine Tafel zu gehen. Aber du siehst einfach mal hier die Wirkung zwischen Kernkraftwerke und unserer Klimaschutzmaßnahmen. Ja? Das hier unten ist die Kernkraft. Das sind pro Jahr über 70 Millionen Tonnen CO2. Die wir eingespart hätten, wenn die 6 AKWs am Netz geblieben wären. Dann fangen wir mal an hier. Das sind 6.000 neue Windräder. Ja, aber wie gesagt, nicht grundlastfähig. Aber nur und das ist ja auch das Geile, das sagte mein Freund Christian Lohmeyer heute Morgen ja auch, man unterscheidet gar nicht zwischen Nennleistung und das, was tatsächlich ankommt. Also für die Grünen hat anscheinend auch wirklich nachts die Sonne noch Kraft zu scheinen, um die Solaranlage laufen zu halten. Das ist total lächerlich. Und das sind zum Beispiel nur grob überschlagen 1.000 Solardächer, 2 Millionen Wärmepumpen, ja, das ist das, was wir einsparen durch 2 Millionen Wärmepumpen. So, vergleich mal das, ja, das kostet uns 2.500 Milliarden Euro, das müssen wir alle bezahlen, und das, was nicht bezahlt, hätten wir nicht bezahlen müssen, auch wenn der Kanzler das nicht versteht. Der Kanzler stellt sich ja allen ins Fernsehen hin und sagt, ja, Moment, wenn wir jetzt neue AKWs bauen, das kostet ja dann 15 bis 20 Milliarden Euro. Die stehen da, vielleicht kannst du das so nicht sehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber die stehen ja da und sind funktionstüchtig. Und das Personal ist sogar noch da. Die sind ja auch alle jetzt noch da am Arbeiten. Die sind ja eher nach Hause gegangen. Die sind da alle noch. Ich kenne ja Leute, die da arbeiten. Die fahren jeden Tag dazu mal zur Arbeit. Und das werden die nächsten Jahre auch noch machen. Aber wir bauen 50 neue Gaskraftwerke. Ist lächerlich. Und das ist das Geilste überhaupt. Ich habe das ja letztes Mal im Video schon gesagt, aber vielleicht bringt es auf so ein Bild mehr. Also das ist das, was wir einsparen dann. Durch unsere ganzen Maßnahmen, durch diesen ganzen Streit, durch die Spaltung der Gesellschaft, durch dieses scheiß Heizgesetz, das haut China an einem Tag raus. Nur China. Das muss euch allen klar sein. Und das muss euch klar sein, was das alles heißt. Man muss die Zusammenhänge nur verstehen. Aber das kann man anscheinend dem deutschen Volke nur erklären, indem man dem von morgens bis abends Angst macht und mit der Klimakeule wieder droht. Es ist einfach absurd. Es geht nur, wie in Corona, auch über Angst. Ansonsten würde ein normal denkender Mensch sagen, ihr habt doch nicht mal Latten auf dem Zaun. Tschüss.